Hallo miteinander, herzlich willkommen zum Webinar Auffrischung Tauchphysik. Als erstes möchte ich gleich die Frage stellen, versteht jemand kein Schweizerdeutsch und wünscht, dass ich das ganze Webinar auf Hochdeutsch abhalte? Dann bitte dies gleich im Chat melden. Ansonsten fahre ich auf Schweizerdeutsch fort. Also, vielleicht als erstes gerade noch etwas wegen Übertragungsschwierigkeiten. Das kann hier und da einmal vorkommen. Falls bei jemandem das sollte der Fall sein, könnt ihr einfach die Internetseite neu laden. Das sollte eigentlich die meisten Fehler beheben. Und dann möchte ich noch kurz etwas sagen zu dieser Chat-Funktion und der Questions-Funktion. Ihr habt ja die Chat-Funktion. Bei den meisten auf der rechten Seite, bei kleineren Bildschirmen ist es eher weiter unten, habt ihr ja die schon entdeckt. Die könnt ihr zusammen untereinander nutzen. Ich werde die bei mir jetzt gerade ausblenden und deren keine weitere Beachtung mehr schenken. Hingegen habt ihr auf der unteren Seite vom Bild so eine Questions-Funktion, da könnt ihr Fragen reinschreiben, wenn es irgendetwas Inhaltliches gibt oder etwas Sonstiges, das ich gerade unbedingt wissen muss. Zum Beispiel, wenn ihr mich nicht verstehen würdet. Und dort unten werde ich von Zeit zu Zeit reinschauen und versuchen, die Fragen zu beantworten oder eben auch jemand von meinen Kollegen, der anwesend ist, das zu beantworten. Genau, das wären dann Danu und der Michu. Denen könnt ihr also glauben. Also, das heutige Webinar richtet sich vor allem an Divemaster und Tauchlehrer, die das Wissen wollen, über Tauchphysik auffrischen, aber auch an fortgeschrittene Taucher, die es beabsichtigen, gleich mal eine Divemaster-Ausbildung in Angriff zu nehmen. Dass ihr noch wisst, wer ihr da gehört, ihr seht mich ja nicht. Ich bin Manuela und ich tauche seit 7 Jahren und mir hat eigentlich das Tauchfieber von Anfang an gepackt und bin dann innerhalb von einem Jahr dank dem TSK Bern auch schon Divemaster geworden und gleich darauf ab Tauchlehrer und jetzt seit 2 Jahren bin ich Staffinstruktor. Und die ganze theoretische Seite liegt mir eigentlich recht fest am Herzen, einerseits nicht nur, weil ich finde, dass man durch das auch die Sicherheit von allen Tauchern und auch von den Buddies fördern kann, sondern vielleicht eben auch, weil durch das, dass ich Mathe studiert habe und Informatik eine kleine Schwäche habe für so abstrakte Themen. Also, dann fangen wir doch einmal an. So, also jetzt sehen wir hoffentlich alle Folien. Dass es eben wichtig ist, dass wir alle Tauchtheorie verstehen und insbesondere natürlich auch Tauchphysik. Das muss ich euch ja jetzt eben auf dem Niveau, wo wir alle sind, nicht nochmal erklären. Das wissen wir alle selber. Eben, wir als Tauchprofi müssen wirklich kompetent Fragen der Schüler beantworten können. Und da reicht es eben einfach nicht, wenn wir nur Facts auswendig wiedergeben können, sondern wir müssen wirklich die Materie verstehen. Und wir schauen jetzt heute das erste Mal das Kapitel an über Sehen und Hören und Wärme und dann noch die ominösen Gesetze, die wir kennen müssen. Archimedes, Boyle, Charles, Dalton und Henry. Also, fangen wir doch gerade mal an mit dem Sehen unter Wasser. Da gibt es 5 Themen, die man als Tauchprofi muss verstehen. Das sind Diffusion, Reflexion, Refraktion, Absorption und die visuelle Umkehr. Starten wir mit der Diffusion. Diffusion bedeutet eigentlich nichts anderes, dass das Licht in verschiedene Richtungen gestreut wird. Wenn das Licht auf einen Gegenstand trifft, wird es abgelenkt. Licht ist Energie und man kann sich das wie als Wellen vorstellen, die sich fortbewegen. Und die verschiedenen Wellen haben unterschiedliche Wellenlängen. Und Wellenlängen, das sind der Abstand zwischen 2 Wellenhügeln, sage ich jetzt mal. Und die unterschiedlichen Wellenlängen definieren die unterschiedlichen Farben im Licht, die wir wahrnehmen können. Blaues Licht zum Beispiel sind ganz kurze Wellenlängen und die haben sehr eine hohe Energie. Und das rote Licht, das sind die ganz langen Wellenlängen und die haben ganz wenig Energie. Das brauchen wir dann später noch, das Wissen. In der Luft werden
nur die ganz kurzen Wellenlängen gestreut, also die blauen. Und darum sieht für uns der Himmel auch blau aus. Und Wolken zum Beispiel, die streuen alle Wellenlängen und darum sehen wir die Wolken weiss. Und unter Wasser ist jetzt so ein bisschen alles. Dort werden alle möglichen Wellenlängen unterschiedlich gestreut. Und das ist eben auch abhängig von der Sicht. Wenn das Licht unter Wasser auf ein Objekt trifft und dann direkt in unsere Augen geht, dann sehen wir das Objekt sehr klar. Wird aber das Licht nach dem Objekt einisch oder mehrmals noch abgelenkt und trifft erst dann auf das Auge, dann sehen wir das Objekt unscharf. Und die Streuung vom Licht an diesen Unterwasserpartikeln nennen wir eben Diffusion. Und durch das sehen wir unter Wasser weniger Kontrast und es wird auch mit zunehmender Tiefe dunkler. Und je besser die Sicht ist, umso weniger Diffusion haben wir. Hier in diesen Bildern, die wir hier sehen, auf der rechten Seite, sollte es darstellen, dass eben jetzt die blauen Wellenlängen abgelenkt werden und die anderen Farben nicht. Und auf der linken Seite ist das Spektrum von ganz links blau, kurze Wellenlänge, viel Energie, bis ganz rechts vom sichtbaren Bereich die langen Wellenlängen, wenig Energie, der rote Bereich. Das sind auch die Regenbogenfarben. So, gehen wir weiter. Die Reflexion. Das ist, wie es der Name schon sagt, Spiegelung vom Licht an einer Oberfläche. In unserem Fall interessiert uns eigentlich nur die Reflexion vom Licht an der Wasseroberfläche. Der Teil vom Licht, wo reflektiert wird, bleibt oberhalb von der Wasseroberfläche. Somit ist es auch logisch, dass wenn eben nicht das ganze Licht kann, bis unter die Wasseroberfläche durchdringen, dass es unter Wasser eben dunkler ist als über der Wasseroberfläche. Und der Winkel, mit dem wo das Licht auf das Wasser trifft, das hat einen Einfluss darauf, wie viel Licht ins Wasser eindringt. Das seht ihr hier auch schematisch dargestellt. Je kleiner der Sonnenstand, oder je niedriger der Sonnenstand, umso flacher ist der Winkel, wo das Licht auf das Wasser eintrifft und umso mehr wird das Licht reflektiert, also dringt umso weniger Licht ins Wasser ein. Das ist das, was wir ganz links dargestellt haben. Flacher Winkel, niedriger Sonnenstand, wenig Wasser, wenig Licht trifft ins Wasser ein. Genau. Wenn jetzt das Licht in einem rechten Winkel auf das Wasser trifft, würde man eigentlich denken, dass gar kein Licht reflektiert wird und alles Licht ins Wasser kann eindringen. In einer perfekten Welt wäre das sicher so, aber das Licht ist nie ganz perfekt gerade und die Wasseroberfläche ist auch nie ganz wirklich glatt. Darum wird immer ein bisschen Licht reflektiert und es ist immer auch ein bisschen dunkler unter Wasser. Es sind also zwei Faktoren, die für die Menge der Reflexion verantwortlich sind. Einerseits ist das eben der Winkel vom Licht, wie es eintrifft, und andererseits eben die Beschaffenheit von der Wasseroberfläche. Je mehr, dass wir dort Wellen haben, umso dunkler ist es auch gerade unten dran. Das ist das Bild ganz auf der rechten Seite. So, jetzt zum nächsten, die Refraktion. Die bezieht sich auf den Richtungswechsel vom Licht, wenn es vom einen Medium ins andere übergeht. Und dabei ändert das Licht seine Geschwindigkeit. Wenn jetzt das Licht von Luft ins Wasser übergeht, verringert sich die Geschwindigkeit. Es wird also gebremst. Und das Licht wird in eine andere Richtung abgelenkt. Und die Richtungsänderung führt zu einer optischen Täuschung. Ähnlich wie wenn man durch eine Lupe durchschaut. Die Objekte erscheinen näher und grösser. Und dafür ist eben die Refraktion verantwortlich. Hier auf dem Bild wird noch ein bisschen schematisch dargestellt, dass eben durch die Richtungsänderung die gleiche Distanz, die außerhalb vom Wasser 4 darstellen sollte, ist nur noch 3. Genau. Dann noch das wohl bekannteste Phänomen, das ist eben die Absorption. Das bedeutet, dass das Licht verloren geht oder eben geschluckt wird. Und dazu müssen wir zwei Facts verstehen. Einerseits,
Ist Wasser 800 mal dichter als Luft und erschwert es, im Licht sich drinnen zu bewegen. Und andererseits, das haben wir vorher schon gesagt, gibt es Wellenlängen im Licht mit niedrigen Wellenlängen. Also das blaue Licht, das hat hohe Energie, und solche Wellenlängen mit weniger Energie, das rote Licht. Da haben wir nochmal das Spektrum von vorher aufgezeichnet. Jetzt, je weniger die Energie im Licht ist, umso weniger gut kann sich das auch im Wasser bewegen und wird also schneller geschluckt. Und dann nehmen wir die Farben, die geschluckt werden, auch nicht mehr wahr. Jetzt rotes Licht, das eben niedrige Energie hat, wird recht schnell schon geschluckt. Wir sehen auch bei sehr guter Sicht nicht mehr als tiefer von 3 Metern noch das rote Licht. Und dann wird das Licht in der Reihenfolge von dem Regenbogen aufgesogen vom Wasser, also über Orange, Gelb, Grün, Blau bis hin zum Violetten. Also das Energiereichste wird als letztes noch absorbiert. Und dann, wenn das absorbierte Licht nicht mehr sichtbar ist, dann ist es auch wirklich weg. Man kann es dann nur wieder sehen, wenn man selber eine Lampe eben mitbringen unter Wasser. Dann noch kurz etwas zur visuellen Umkehr. Das ist eigentlich kein physikalisches Gesetz, aber wir erfahren es vielleicht gleich einmal beim Tauchen. Es ist eigentlich mehr eine Täuschung vom eigenen Hirn. Und das schauen wir jetzt noch kurz an. Durch die Refraktion haben wir ja gesagt, dass die Objekte unter Wasser eigentlich näher aussehen, als sie tatsächlich sind. Jetzt kann es aber sein, dass die Trübung im Wasser genau das Gegenteil bewirkt. Trübung kann dazu führen, dass Objekte weiter weg aussehen, als sie tatsächlich sind. Und das Phänomen wird visuelle Umkehr genannt. Aber warum ist das überhaupt so? Unser Gehirn ist darauf trainiert, Distanzen über Wasser einzuschätzen. Und das kann das Hirn halt, weil es weiss, Sachen sind halt scharf und haben Kontrast. Und wenn es etwas weniger scharf ist und nicht so guten Kontrast hat und nicht so leuchtet, ist es viel weiter weg. Und in trübem Wasser können eben Objekte, die viel näher sind, als wenn sie über Wasser sind, auch schon kontrastarm und unscharf aussehen. Und das Hirn macht dann aus dem einfach eine falsche Schlussfolgerung und hat das Gefühl, das ist einfach weiter weg. Gut, das kann jetzt ein bisschen verwirren, weil man ja gesagt hat, eigentlich ist es ja näher, aber jetzt ist es weiter weg. Man kann sich das ein bisschen wie folgt vorstellen. Je näher das Objekt unter Wasser bei einem ist, umso grösser ist die Wahrscheinlichkeit, dass es eben zu nahe aussieht, also Refraktion. Und je weiter weg das Objekt ist, umso grösser ist die Wahrscheinlichkeit, dass es zu weit weg aussieht, also visuelle Umkehr. Und eigentlich das Gäbige daran ist, dass je öfter das wir tauchen, umso besser kann sich das Hirn an das Ganze anpassen, also in beiden Situationen, Refraktion oder visuelle Umkehr. Und so kann unser Gehirn lernen, unter Wasser Grösse und Distanzen besser einzuschätzen. Voilà. So. Dann gehen wir gerade weiter zum nächsten, Hören unter Wasser. Der Schall ist unter Wasser etwa 4-mal schneller als über Wasser. Und das hat verschiedene Konsequenzen für uns Taucher. Einerseits verlieren wir dadurch die Fähigkeit, die Distanzen einzuschätzen vom Geräusch. Geräusche sind ja unter Wasser über viel längere Distanzen hörbar, weil eben der Schall schneller ist. Und darum haben wir oft das Gefühl, dass Geräusche viel näher sind, als sie tatsächlich sind. Und das kann sehr trügerisch sein. Und andererseits können wir auch unter Wasser ganz schlecht die Richtung von einem Geräusch wahrnehmen. Über Wasser ist unser Hirn darauf trainiert, die Richtung von einem Geräusch einzuschätzen, indem das Geräusch zuerst auf das eine Ohr trifft und mit einer kleinen Verzögerung dann auf das andere. Und je nach der Dauer von dieser Verzögerung kann dann das Gehirn ausrechnen, aus welcher Richtung das Geräusch kommt. Jetzt aber unter Wasser ist das Geräusch ja viel schneller unterwegs. Und somit trifft es eben auf beide Ohren gleichzeitig ein. Und das Hirn kann damit nichts anfangen mit dieser Info, kann nichts ausrechnen und kann auch nicht eruieren, aus welcher Richtung das Geräusch jetzt kommt. Das
seht ihr da so ein bisschen schematisch dargestellt. Bei diesem Smiley oben dran trifft eben das Geräusch zuerst auf das linke Ohr ein und ein bisschen mit einer Verzögerung auf das rechte. Und dann weiss dann das Hirn, ah, es ist von links gekommen. Unter Wasser nehmen beide Ohren das Geräusch gleichzeitig wahr und man kann nicht damit anfangen. Jetzt ist es leider hier beim Hören unter Wasser ein bisschen anders als beim Schauen. Dort haben wir ja gesagt, dass sich das Hirn das kann antrainieren und das kompensieren. Und beim Hören ist das ganz anders. Da kann sich das Hirn wirklich nicht daran gewöhnen. Das wird für uns also immer ein bisschen komisch und trügerisch sein unter Wasser mit diesen Geräuschen. Jedoch kann man sich ein bisschen daran gewöhnen, dass man, wenn man die Geräusche intensiver hört, dass man dann ein bisschen lernt, dass sie halt dann näher sind. Aber auch das braucht Training. Jetzt schaue ich mal schnell, ob es irgendwelche Fragen gibt. Gibt es nicht? Sehr gut. Dann gehen wir doch noch weiter zu der Wärme. Es braucht etwa 3200 Mal mehr Energie, um 1 Liter Wasser um 1 Grad Celsius zu erwärmen, als es für 1 Liter Luft würde brauchen. Darum passt sich die Wassertemperatur auch nur sehr verzögert an die Lufttemperatur an. Und im Wasser verliert ein Taucher seine Körperwärme bis zu 25 Mal schneller als in gleich warmer Luft. Darum brauchen wir beim Tauchen eben auch einen Anzug. Aber warum ist das so? Wärme wird in 3 verschiedene Arten abgegeben. Das ist die Konduktion, Konvektion und Strahlung. Und die 3 verschiedenen Arten schauen wir uns jetzt kurz an. Also für den Taucher ist vor allem die Konduktion relevant. Konduktion heisst Leitung. Damit Wärme von einer Substanz zur nächsten kann abgegeben werden, muss es direkten Kontakt haben zwischen den beiden Substanzen. Und Wasser ist ein viel besserer Wärmeleiter als Luft. Und mit direktem Kontakt zu Wasser verlieren wir unsere Körperwärme halt viel schneller im Wasser als in der Luft. Und darum legen wir die Tauchanzüge an, um den direkten Kontakt zum Wasser zu bremsen. Entweder eben durch einen Neoprenanzug oder durch die Luft, die innerhalb von einem trockenen Tauchanzug drin ist. Beides leitet zwar, aber viel langsamer als Wasser. Somit ist eigentlich streng gesehen ein Tauchanzug nicht etwas, das uns warm behaltet, sondern nur etwas, das das Auskühlen verzögert. Genau. Dann eine weitere Möglichkeit zum Wärmeabgeben ist die Strahlung. Das ist für uns als Taucher eigentlich nicht wirklich relevant. Strahlung benötigt eben keinen Kontakt zwischen den beiden Substanzen zum Wärmeabgeben, sondern es wird eben durch elektromagnetische Wellen übertragen. Dabei könnt ihr einfach immer an eine Heizung denken. Wenn man die Hand in die Nähe hat, spürt man die Wärme, obwohl man die Heizung gar nicht berühren muss. Das ist aber jetzt eben für uns beim Tauchen nicht relevant, die Strahlung. Dann gibt es noch eine dritte Möglichkeit, um die Wärme abzugeben. Das ist eben die Konvektion. Das ja, kommt beim Tauchen auch ein bisschen vor. Konvektion haben wir dann, wenn eine Flüssigkeit oder ein Gas erwärmt wird und sich die Wärme durch Strahlung oder Leitung ausbreitet, also durch die 2 anderen Arten. Und je wärmer eine Flüssigkeit oder das Gas zum umgebenden Medium wird, desto weniger dicht ist das. Und durch das steigt das erwärmte Gas oder die erwärmte Flüssigkeit auf. Und das aufsteigende Medium wird dann durch Kälteres ersetzt, das dann eben absinkt. Also beim Tauchen haben wir das insofern, dass wenn wir jetzt ohne Anzug würde tauchen, geben wir Körperwärme ab. Das Wasser direkt um uns herum würde sich ein bisschen erwärmen, aber das würde dann gerade steigen. Und Kälteres kommt von unten nach. Also sind wir die ganze Zeit von kaltem Wasser umgeben. Und darum, wenn wir einen Neoprenanzug anhaben, verringert sich die Konvektion, indem wir eben, durch das, dass wir Manschetten haben oder eben einen engen Anzug, mehr das Wasser daran hindert, wegzugehen. Also behalten wir das vom Körperwärme erwärmte Wasser schön bei uns und es kann nicht weggehen. Also machen wir uns eben gerade das zunutze, dass es nicht fliehen kann. Genau.
So, wie sind wir zeitlich drin? Das passt immer noch wunderbar. Jetzt haben wir noch die 5 verschiedenen physikalischen Gesetze, wo es wichtig ist, dass man die in der Dive Master oder Tauchlehrerausbildung kennt und kann anwenden. Also, zuerst vielleicht schnell eine Eselsbrücke, weil man sich die 5 überhaupt merken kann. Eigentlich muss man sich nur das Alphabet merken. A, B, C, D, H. Also ja, fast in der Reihenfolge. Also, stellt euch vor, ihr werft den verschlossenen Behälter ins Meer. Die erste Berechnung, die man macht, ist, ob der Behälter sinkt, schwimmt oder neutral austariert ist. Die Berechnung entspricht dem Gesetz von Archimedes, also dem A. Angenommen, der Behälter sinkt, dann würde der Druck mit der zunehmenden Tiefe ansteigen. Und der zunehmende Druck verändert das Volumen des Behälters. Und diese Volumenveränderung wird mit dem Boil, also mit dem B, beschrieben. Sinkt der Behälter weiter, wird er durch eine Sprungschicht durchgehen, irgendwann, bei der das, wo eben auch die Temperatur im Behälter verändert wird. Die Temperaturveränderung wird eben auch das Volumen im Behälter verändern, wo wir eben mit dem Gesetz von Charles, also mit dem C, können berechnen. Wenn der Behälter am Boden ankommt, bleibt er liegen und wir haben Zeit, um den Inhalt des Behälters zu analysieren. Jedes Gasgemisch lässt sich durch die Summe der Teilgas beschreiben und die Anteile der Gas werden durch Prozentanteil und Partialdruck berechnet. Und für das brauchen wir das Gesetz von Dalton, also das D. Und mit der Zeit wird der Behälter verrotten und es wird Wasser eindringen und das Gas im Behälter wird sich im Wasser nach dem Gesetz von Henry, also vom H, lösen. Und jetzt schauen wir uns die 5 Gesetze der Reihe nach noch an. Also, den Archimedes, wie wir vorher schon gesagt haben, brauchen wir, um den Auftrieb zu berechnen. Wir unterscheiden ja zwischen positivem, negativem und neutralem Auftrieb. Aber bei allen Berechnungen, die wir eigentlich da im Zusammenhang mit dem Auftrieb machen, ist es von Vorteil, wenn wir uns nur um den neutralen Auftrieb kümmern. Wissen wir das mal, ist es einfach, irgendetwas mit Sinken oder Steigen zu berechnen. Also, der Archimedes sagt, dass die Auftriebskraft von einem Körper genau dem Gewicht entspricht, das von dem Körper verdrängt wird. Also, von der Flüssigkeit, die von dem Körper verdrängt wird. Neutraler Auftrieb bedeutet also, dass das Objekt genau gleich schwer ist, wie die von ihm verdrängte Flüssigkeitsmenge. Am besten machen wir dazu ein Beispiel. Sagen wir, ein Objekt ist 100 Kilo schwer und hat ein Volumen von 50 Liter. Wie gross muss ein Hebesack mindestens sein, damit wir das Objekt bergen können? Bei solchen Auftriebsfragen ist immer der erste Schritt, dass man herausfindet, wie viel Liter Wasser verdrängt oder müssen verdrängt werden, um die Auftriebskraft zu erhalten, wo das Objekt dann neutral tariert. Wenn jetzt also das Objekt 100 Kilo schwer ist, müssen also auch 100 Kilo Wasser verdrängt werden, um dass es neutral tariert ist. Für Süßwasser ist das recht einfach, denn 100 Kilo Süßwasser sind einfach 100 Liter. Bei Salzwasser muss man noch eine kleine Rechnung zwischenschieben, weil 1 Liter Wasser ist eben, also Salzwasser ist 1,03 Kilo, respektive 1 Kilo Salzwasser entspricht 0,97 Liter. Falls ihr jetzt die Tauchlehrprüfung noch nicht gemacht habt, müsst ihr nicht Angst haben, weil all die Umrechnungsfaktoren stehen dann nämlich drauf. Falls man die mal vergisst, ist es nicht so schlimm. Wenn man sie auswendig weiss, natürlich umso besser. Also haben wir 100 Kilo Salzwasserwert, also 97,1 Liter. Das ist ein Dreisatz. Das muss man sich alles mal in Ruhe überlegen und dann hat man dort dreimal draussen. Aber jetzt müsst ihr es mir einfach mal glauben.
Also, als nächsten Schritt vergleichen wir das Volumen vom Wasser mit dem Volumen vom Objekt. Das Objekt verdrängt ja bereits 50 Liter Wasser durch sein Volumen. Und dass wir das jetzt neutral tarieren können, brauchen wir einen Hebesack mit mindestens 50 Liter Volumen im Süßwasser und mindestens 47,1 Liter Wasser Liter im Salzwasser, um die 100 oder eben 97,1 Liter zu erreichen. Am besten könnt ihr das alles mal in Ruhe nachrechnen. Also bei Auftriebsfragen brauchen wir eigentlich drei Angaben. Das Gewicht und das Volumen des Objekts und ob es sich um Süß- oder Salzwasser handelt. Oft hat man in Aufgabenstellungen noch Tiefe geben, auf der das Objekt liegt, und das ist eben meistens nur ein bisschen zum Verwirren und das ist irrelevant. Lasst euch also nicht von zu viel Infos in einer Frage irritieren. Ich glaube, der Archimedes ist auch ein bisschen der kniffligste, wo man den Dreh herausfinden muss. Da heisst es einfach nur immer üben, 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 ganz viele Aufgaben zu diesem Thema lösen. So. Jetzt schauen wir uns den Boyle an. Das Gesetz beschreibt die Beziehung zwischen dem Druck und dem Volumen. Und zwar sagt das Gesetz von Boyle, dass Druck mal Volumen immer konstant bleibt. Verändert sich also das eine, Druck oder Volumen, muss sich das andere gerade entsprechend dagegen verändern, sodass eben die Multiplikation immer gleich bleibt. Wenn wir das in die Formel ausdrücken, heisst es, dass P1 mal P2 ist gleich P1 mal V1 ist gleich P2 mal V2. Wobei in dieser Formel ist P der Druck in Bar und V ist das Volumen in Liter. Und auf der einen Seite haben wir quasi wie Druck und Volumen vor irgendeiner Veränderung und auf der anderen Seite haben wir es eben nach der Veränderung. Meistens hat man drei von diesen Sachen gegeben und man muss das vierte herausfinden. Für das machen wir jetzt mal ein Beispiel. Wir haben einen umgekehrten Behälter mit 8 Liter Luftvolumen auf 5 Meter Tiefe. Was ist das neue Luftvolumen, wenn wir den Behälter jetzt auf 30 Meter runterbringen? Jetzt hier in dieser Aufgabe müssen wir natürlich zuerst noch Meter in Druck umrechnen. Aus dem OWD wissen wir ja das alles, wie das geht. 5 Meter entspricht 1,5 Bar und 30 Meter entspricht 4 Bar. P1, also der Druck vorher, ist 1,5 Bar und P2, der Druck nachher, ist 4 Bar. V1 kennen wir auch. Das sind die 8 Liter. Und jetzt haben wir drei von diesen vier Zahlen gegeben. Also können wir eigentlich das berechnen. Und wir wissen, dass 1,5 mal 8 muss gleich viel geben wie 4 mal die Zahl, die wir suchen. Wie ihr das umformt und ausrechnet, da hat jeder seine eigene Vorgehensweise. Das müsst ihr euch einfach einmal in Ruhe überlegen. Und so kommen wir darauf, dass eben auf 30 Meter das Luftvolumen nur noch 3 Liter beträgt. So. Dann gehen wir doch gleich weiter zum Gesetz von Charles. Der beschreibt die Beziehung zwischen Druck, Volumen und Temperatur. In einer Formel ausgedrückt, vor allem jetzt für uns für das Tauchen angewendet, heisst es, dass der Druck mal das Volumen geteilt durch Temperatur konstant bleibt. Also vor einer Veränderung und nach einer Veränderung muss es immer gleich viel geben. Das Gesetz von Charles ist eigentlich eine Fortsetzung vom Gesetz von Boyle. Wenn man nämlich würde jetzt in dieser Formel das T1 und das T2, also Temperatur vorher und nachher, gleich setzen, zum Beispiel beides 1 setzen, dann hat man genau das Gesetz von Boyle. Und weil eben unter Wasser ja meistens eben plus minus ein bisschen die gleiche Temperatur herrscht, ausser eben gerade genau bei einer Sprungschicht, brauchen wir eigentlich das Gesetz von Charles nur sehr selten für Berechnungen unter Wasser anzustellen. Und dann brauchen wir dann eben das Gesetz von Boyle, das wir vorher kennengelernt haben. Aber über Wasser, zum Beispiel eben beim Füllen von Flaschen, ist das Gesetz von Charles
sehr nützlich und viele Aufgaben sind näher im Zusammenhang mit dem Gesetz und mit dem Flaschen füllen. Hier bei diesen Formeln ist wieder P ist der Druck in Bar, das Volumen ist V in Liter und die Temperatur ist T, aber in Grad Kelvin und nicht in Grad Celsius. Und 0 Grad Celsius entspricht 273 Grad Kelvin. Und dann kann man es einfach plus rechnen. Also 1 Grad Celsius ist dann 274 Grad Kelvin. Das ist also ein lineares Verhältnis. Jetzt will man eben meistens den Charles brauchen zum Berechnen von beim Flaschenfüllen im Zusammenhang mit Temperatur und Druck. Und sich das Volumen von der Flasche ja nicht ändert, können wir das Gesetz vereinfachen und meistens braucht man es eben in dieser vereinfachten Form. Das heisst, wir schauen das Volumen als konstant an, dann können wir das einfach als 1 einsetzen und dann bleibt nur noch übrig P1 über T1 gleich P2 über T2. Und für das machen wir jetzt auch ein Beispiel. Angenommen, wir haben eine 10 Liter Flasche und die hat ein Druck von 210 bar. Die Flasche hat gerade nach dem Füllen eine Temperatur von 56 Grad Celsius. Jetzt wird die Flasche ins Wasser gebracht für den Tauchgang in 15-gradigem Wasser. Jetzt will man wissen, wie gross ist jetzt nachher noch der Druck, wenn wir davon ausgehen, dass keine Luft entweichen kann. Da haben wir natürlich jetzt zuerst Grad Celsius geben, das müssen wir zuerst umrechnen in Grad Kelvin. Zuerst müssen wir einfach zu unseren Grad Celsius die 273 dazu addieren. Also 15 Grad Celsius sind 288 Grad Kelvin und 56 Grad Celsius sind 329 Grad Kelvin. Jetzt kennen wir also P1, das sind eben die 210 bar von gerade nach dem Füllen und wir haben die beiden Temperaturen von vorher und von nachher. Und wir interessieren uns für das P2, das ist eben der Druck nachher im 15-gradigen Wasser. Da kann man das auch wieder ausrechnen, entweder auflösen oder Dreisatz oder irgendwie direkt in die Taschenrechner eingeben. Auch da hat jeder seine eigene Vorgehensweise. Dann kommen wir darauf, dass eben Temperatur der Druck nachher ist 183,8 bar. So, kommen wir noch zum Dalton. Sein Gesetz beschäftigt sich mit Partialdruck. Also vielleicht schnell zum Klarstellen, aber Dalton, das ist der Herr oben rechts. Die Hauptaussage ist, dass die Summe von jedem individuellen Druck von einem Gas in einem Gasgemisch den Gesamtdruck vom Gasgemisch ergibt. Und wer eben die Dalton-Brüder vom Lucky Luke kennt, kann sich das Gesetz vielleicht auch ein bisschen damit merken, dass all die Brüder sind unterschiedlich gross, aber wenn man sie zusammenzählt, ergibt es halt die ganze Bande. Also so ist es irgendwie bei mir. Ich merke mir immer Dalton Partialdruck, das sind auch die verschiedenen grossen Brüder und zusammenzählt geben sie irgendwie ein Ganzes. Also darum das Bild noch von den Dalton-Brüdern. Luft zum Beispiel hat ja 21% Sauerstoff, 78% Stickstoff und noch für 1% noch so ein bisschen andere Gase. Also, die nennen wir jetzt einfach Restgase. Die tun wir ja oft bei Berechnungen tauchen halt vernachlässigen. Aber ja, können wir ja. Also, der Gesamtdruck von Luft an Land ist 1 bar. Das setzt sich also aus dem Partialdruck von 0,2 1 bar Sauerstoff, 0,78 bar Stickstoff um einen Partialdruck von 0,1 bar Restgas zusammen. Wenn wir jetzt die drei Partialdrücke addieren, kommen wir wieder auf 1 bar. Wenn wir jetzt eine Tauchflasche füllen, verändert sich der Anteil, also der Prozentanteil von diesen Gas nicht. Dann bleiben das so gleich. Haben wir eine Flasche mit 200 bar, haben wir immer noch 21% Sauerstoff. Und 21% Sauerstoff von 200 bar sind 42 bar. So haben wir in einer 200 bar gefüllten Flasche Luft haben wir 42 bar Sauerstoff.
Und 78% davon sind Stickstoff, also 156 Bar. Und so sind das eigentlich so Dreisatzrechnungen, nicht allzu kompliziert. Also da ist der Archimedes viel komplizierter. Und das Gesetz von Dalton brauchen wir vor allem im Zusammenhang mit dem Nitrox, wenn man eben muss die Maximaltiefe von einem bestimmten Nitrox-Gemisch ausrechnen. Und das macht man nicht mit einer Tabelle, sondern wenn man es wirklich berechnet, kann man sich das so logisch überlegen. So. Jetzt schauen wir uns als Letztes noch kurz das Gesetz von Henry an. Der beschreibt den Prozess der Sättigung von einem Gas in einer Flüssigkeit. Und man braucht das Gesetz hauptsächlich in der Deckeltheorie, wo jetzt aber der Rahmen des heutigen Themas sprengt. Deckeltheorie ist ein ganzer Abschnitt für sich. Nach dem Henrys Gesetz löst sich ein Gas in anderen Medien proportional zum Druck vom Gas, wo mit dieser Flüssigkeit in Kontakt steht. Die Geschwindigkeit der Sättigung variiert abhängig von den Eigenschaften des Mediums, wo gesättigt wird, und auch vom Gas. Und generell wird der Druckunterschied immer um die Hälfte vom vorherigen Wert in einer bestimmten Zeitspanne verringert. Und der neue Druckunterschied wird wieder um die Hälfte in der gleichen Zeitspanne halbiert. Das seht ihr hier durch die Grafik. Am Anfang sind wir bei 0, dann in einer gewissen Zeitspanne bei 50 und nach der gleichen Zeitspanne bis 75 und so weiter. Wenn man das Ganze 6-mal wiederholt, sind wir so nahe an dem Gleichgewicht, dass wir sagen, dass das Gewebe gesättigt ist. Also dort unter dem Kreuzli wäre irgendwie ein Bruchteil von 98 oder 99, irgendetwas. Aber dann gehen wir davon aus, es ist gesättigt. Weil sonst wäre das ein unendlicher Prozess, weil wenn man immer nur die Hälfte nimmt, ist man ja gar nie wirklich dort. Also gehen wir davon aus, nach 6-mal haben wir es erreicht. Und wenn ihr mehr über die Deckeltheorie wollt wissen, dann würde ich euch das Kapitel Deckeltheorie im Buch Abstrakte Tauchtheorie empfehlen. Das ist das Buch, das ihr hier auf der rechten Seite seht. Und daraus habe ich jetzt nämlich auch die meisten von diesen Infos genommen und ein bisschen zusammengefasst, die ich euch jetzt heute versucht habe zu vermitteln. Und das Buch kann ich wirklich jedem auf Profilevel wärmstens empfehlen. Es ist vielleicht grafisch, optisch nicht das Schönste, aber die Art und Weise, wie alles da drin erklärt wird, ist einfach die bestmöglichste für jedes Level von Physikverständnis. Und eben, es deckt auch Kapitel Physiologie ab und Deckeltheorie. Sei es als Nachschlagewerk oder wenn man es von Grund auf lernen will, ist also wirklich sehr empfehlenswert. Und das Buch gibt es natürlich im Onlineshop vom TSK zu kaufen. Also unbedingt gerade abstauben. Und ja, ich hoffe, ich habe euch irgendwie das eine oder andere Kapitel wieder ein bisschen näher bringen oder auffrischen oder die Freude wieder an Physik aufwachen lassen. Und falls ihr noch irgendwelche Fragen habt oder Anregungen, sind wir jederzeit für euch unter bern@tsk.ch erreichbar. Und ihr bekommt in etwa 2 Stunden noch einen Link zugeschickt per E-Mail, wo ihr das Replay von diesem Webinar könnt anschauen könnt, falls euch das eine oder das andere zu schnell gegangen ist oder sie einfach nochmal anschauen wollt oder zu spät eingeschaltet habt oder was auch immer. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und schaue mal, ob es da eine Frage hat. Ah ja, es hat eine Frage. Sieht beantwortet aus. Merci vielmals dann für das Beantworten. Dann wünsche ich euch ganz einen schönen Abend und habt noch einen schönen Ostermäntig.